willkommen zu einem neuen Tag der Animal Crossing Challenge. Ich höre einen Luftballon und ich muss jetzt sofort diesen Luftballon eliminieren. Schauen wir mal, was wird, ne? Eine Klarinette. Sind wir hier bei SpongeBob oder was? Nö. Hat auf jeden Fall Thaddäus-Niveau, würde ich sagen. Es regnet hier, wie man hier sieht. Pflück erstmal die Blumen, damit ich die Hyazinthenlampen machen kann. Für Leute, die beim letzten Mal nicht dabei waren, wir sind da gerade dabei, hinten in der Area einen kleinen Farmbereich zu machen. I show you. Ja, das ist die Farming-Area aktuell. Hier habe ich so ein paar, ja, Felder. Hier kommt man dann so runter und hier habe ich so eine Baumfarm-mäßige Sache. Hier sind eigentlich noch Apfelbäume dran, aber blühen gerade nicht. Ich will eigentlich direkt mal wieder in den Herbst spulen. Ich will nur einmal Halloween spielen, um die Kürbiskutsche zu bekommen. Tag 19 ohne Weizenfelder. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass sie vielleicht da auftauchen. Wir gehen aber nochmal bei Nipp und Schlepp rein, holen die Flaschenpost und dann spulen wir auf Halloween. Das Item ist süß. Kostet aber so viel Geld. Ein cooles Item haben wir bekommen, aber kein Weizenfeld. Irgendwie finde ich die Hose doch vielleicht besser. Davon habe ich schon einige Sachen, die jetzt hier waren. Ich hole mir nur das Stoffdesign ab. Jeden Tag kriegt man ja ein neues Stoffdesign. Das habe ich beim letzten Mal nicht gecheckt. Dann kann ich das verwenden. Kurz Flaschenpost und beim Bewohner vorbeischauen. Okay, Gunnar ist auch scheinbar zu Haus. Dann gucken wir mal rein. Bambus-Bento. Jetzt bekomme ich schon Bambus-Items, aber noch nicht dieses eine Holzding, was ich brauche. Baumstammhocker. Hier ist eine Party ohne mich. Frechheit. Ich gehe wieder. Oh, Mimi. Vielleicht ist es heute soweit. Vielleicht craftet sie. Ach Mann, sie ist einfach nur in ihrem Haus und macht gar nichts. Okay, die craften alle nicht. Dann kaufe ich nochmal einmal kurz ein Bonbon bei Nepp und Schlepp. Da war ich eigentlich schon, aber wir machen einfach nochmal eine Runde. Boah, Sisa ist da. Ein Teppich bitte. Mittleren. Einfach einen weißen Teppich, das wäre toll. So, ich kaufe jetzt auch nochmal einen mittleren. Einen großen meine ich. Kriegt man immer den gleichen oder kriegt man auch andere? Einen mysteriösen Boden will ich haben. Grünstreifen, Teppich, Standardmatte. Okay. Man immer nur einen pro Tag kaufen, oder? Ich glaube, ich habe aber schon... Ja, okay. Das ist frech. Ich habe, glaube ich, 1, 2, 3 schon in meiner Tasche. Zweiter Tag. Handtuch, Ringcon, Nintendo Switch. Perfekt. Nichts, was ich brauche. Bevor ich nochmal auf Abendspule, schaue ich mal. Gartentisch. Klarinette kann auch auf jeden Fall weg. Das Risotto wollte ich eigentlich essen. Herzhandalde kann auch weg. Meine Tasche ist immer so voll. Oh, ich habe kein Geld, fällt mir gerade auf. Die Toilette habe ich schon, das auch. Den Kürbisbaum. Den könnte ich selbst craften. Ich glaube, ich habe den sogar schon als DIY. Dann spare ich das bisschen das Geld. Ist nicht so, saisonale Bastelprojekte. Hartholz und Orangenkürbis, ja. Könnte ich selbst craften. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn aufstellen will. Okay, Atze, hier, nimm dir das Bonbon. Bonbon. Ah ja, man bekommt ja sogar die Emotionen von denen. Das habe ich ganz vergessen, dass es beim ersten Mal so ist. Es gibt zwei Emotionen. Okay, ich muss mir ganz schnell die restlichen rausholen. Ich habe nur 3 Bonbons. Bekommt man Lollis einfach so von den Bewohnern? Weil den Lolli muss ich an Jakob abgeben, ne? So war das irgendwie. Der Tulpenhut passt erstmal besser. Eine Kürbisgirlande. Nicht das, was ich haben wollte, aber ist okay. Ist niemand eingezogen, weil ich nach vorne gespult habe. Ich habe nur noch 2 Süßigkeiten. Gib mir eine Kürbiskutsche. Kürbisteppich. Ach Mann. Ich glaube, wenn ich keine Süßigkeiten dabei habe, verwandeln die etwas von mir einfach. Und geben mir sogar Bonbons. Kann das sein? Aber absolut. Was bekomme ich, wenn ich dir ein Bonbon gebe? Er ist jetzt einfach vor mir weg. Oh shit, jetzt habe ich keinen Bonbon mehr. Aber er hat mir die Emotion beigebracht. Sie gibt mir ein paar Bonbons. Wuffi, ey. Achso, ich habe lange nicht mit denen geredet, deswegen kommt nicht in Frage. Oh, lol. Oh, wie süß. Er malt mich erst an und gibt mir danach noch einen Holztischspiegel. Weil ich hätte ehrlich gesagt auch keinen, glaube ich, um das zu entfernen. Ich probiere nochmal einen Bonbon zu geben. Und Jakob gewandt. Weiß immer noch gar nicht, welcher Bewohner wo wohnt. Okay, Gunnar war gerade in seinem Haus, glaube ich. Und Atze, der ist draußen. Ein gruseliges Kostüm. Ah, okay. Ah, er ist hier. Gib mir Lollis. Okay. Oh
mein Gott, wir haben Angst vor Jakob. Gut, dann suche ich noch einen Lolli und hoffe, dass mir Jakob dann die Kürbiskutsche rausrückt. Und dann spielen wir dann da, wo wir spielen sollten. Im Herbst. Im schönen roten Herbst. Wir müssen jetzt leider meine Vroni-Maus erschrecken. Oh Gott, Vroni sieht ja interessant aus. Das habe ich nicht gesehen, was sie mir gegeben hat. Hä? Meine ganz persönliche Gruselmodenschau hat mir auch ein Bonbon gegeben. Und die geben mir nur Bonbons. Das mache ich falsch. Ich will einen Lolli haben. Warte mal, war Larissa vielleicht auch zu Hause? Nope. Dann sind gar nicht mehr so viele Leute zu Hause, die ich erschrecken kann. Eigentlich waren es das alle. Kann ich nochmal zu denen rein und die erschrecken? Ah, okay. Die geben mir auch, wenn ich verkleidet bin, Bonbons. Okay. Okay, aber ich krieg ganz schön viele Bonbons. Du musst dreimal Bonbons bei einem Bewohner tauschen, dann kriegst du das, glaube ich, einen Lolli. Okay, wir probieren es mal. Oder wisst ihr was? Ich guck einfach mal nach. An Halloween kannst du einen Lolli von Nachbarn bekommen, wenn du ihnen einen Bonbon gibst. Je nachdem, wie viele Bonbons du schon verschenkt hast, bekommst du entweder einen Lolli oder einen Gegenstand. Spielintern wird die Anzahl an Bonbons gespeichert, die du bereits verschenkt hast. Hast du einen Lolli bekommen, wird die Anzahl auf 0 zurückgesetzt. Ah, okay. Okay, okay. Das heißt, ich hatte einfach bisher ein bisschen Pech. Warte mal, ich ziehe mich wieder um. Ich glaube, jetzt genug. Ich glaube, die Kürbiskutsche kriegt man auch direkt beim ersten Mal. Und ich brauche die auch nicht so oft. Also wenn, dann mache ich sie wirklich nur einmal irgendwo auf der Insel. Richtiges Geduldsspiel hier noch mit mir und Halloween. Ich muss mich auf jeden Fall dann auch gleich nochmal umziehen. Ich habe einfach Pech. Ich habe jetzt 4 Bonbons verschenkt, ne? Okay, beim nächsten Mal musste ich jetzt einen Lolli bekommen, wenigstens. Gib mir einen Lolli. So. Yay, okay. Nach 4 verschenkten Bonbons bekomme ich auf jeden Fall einen Lolli. So, bitte sehr. Fröhliches Halloween! Kürbiskutsche. Ja, okay. Nice. Ich habe alles, was ich bekommen wollte. Jetzt können wir auf den Tag vorspulen, wo wir vorher auch mal gespielt haben. Und ich mache aber kurz mein Make-up wieder richtig. Ich habe ein bisschen was hier umgestellt. Bin aber immer noch nicht so ganz zufrieden. Das ist immer meine Hautfarbe. Die Kürbisdinger sind eigentlich süß, aber sie passen auch nicht. Das ist eigentlich auch cool. Ich benutze es mit der Gesichtsbemalung eigentlich viel zu wenig. So, passt. Dann spulen wir mal auf den 21.11. ist eine gute Zeit. Ich glaube, meine Augenfarbe ist aber noch anders, oder? Ja, die Augen noch, oder? Die sind ein bisschen heller. Aber irgendwie mag ich das. Irgendwie finde ich es süß. Oh, ich muss mal kurz die Heizung höher drehen. Eine Ewigkeit später. Wow! Cozy. Gut, wir sind mal wieder im Herbst. Wir haben von Mama einen Kuchen oder so bekommen. Das ist auch sehr lieb. Achso, ja, wir müssen hier reinschauen. Auf das mal. Vielleicht kann man das als Geländer irgendwie echt noch benutzen. Irgendwo, irgendwie. Die Kürbiskutsche könnte man dann eigentlich... Ja, man könnte so ein Pumpkin-Patch noch komplett hier hin machen. Das ist doch eigentlich auch eine süße Idee. Und die roten Primeln passen hier auch noch hin. Gut, ich glaube, hier muss ich echt mit diesen kleinen Stepping Stones arbeiten. Nee, das passt jetzt nicht hin. Vielleicht passt hier noch so ein kleiner Baum hin. Das ist vielleicht auch too much. Eine Fässer würden theoretisch auch noch hierhin passen. Eine Kiste wäre jetzt echt das perfekte Item. Ein Kissen ist leider nicht das, was ich brauche. Der Balkonteich könnte man ausprobieren. Oder ich mache hier eine Blume hin. Na, irgendwie stört mich das Item. Aber vielleicht kann man es hier hin machen. Das ist irgendwie, dieser Balkonteich, den habe ich mir so übergesehen. Der war halt am Anfang ultra cool, weil es so ein süßes Pflanzen-Item war. Und inzwischen ist es eher so, meh. Passt hier auch gar nicht rein. Oh, irgendwie ist mir diese ganze Stelle hier noch zu breit und zu voll. Ich könnte halt hier Blumen hinmachen oder ein bisschen mehr Unkraut. Hier könnte man auf jeden Fall noch diesen Gartentisch hinmachen. Der passt ja eigentlich sehr gut hin. Und den muss ich umgestalten auf jeden Fall.
Der ist zu hell. Ja, und die ganzen anderen Blumen muss ich irgendwo anders hin verfrachten, damit ich diesen Pumpkin Patch hier machen kann. Ich mag keine gelben Blumen irgendwie. So, hier die ganzen Pilze aufsammeln, wichtig, um zu craften. So, ich habe jetzt erstmal hier kurz aufgeräumt, damit ich hier starten kann zu bauen. Stimmt, ich wollte hier eigentlich auch eine Brücke rüberbauen, fällt mir auch gerade ein. Das war mein letzter Stand. Ich wollte das nämlich ein bisschen größer machen. Nein, ich hatte den Bauhelm auf! Was tue ich? Was tue ich? Okay. Drei breit muss wieder eine Brücke sein. Dann geht auf jeden Fall hier so gerade rüber. Ganz gerade ist natürlich auch doof. Ich glaube, hier könnte sie so rüber. Sieht natürlich auf der Karte, glaube ich, echt doof aus, aber... Aber das sah vorher auf der Karte natürlich schöner aus. Aber dafür sieht es dann in Real Life nicer aus, wenn dann hier so eine Brücke rüber geht und der Wasserfall direkt hier so runter geht. Das sieht nämlich immer von unten nice aus. Okay. Man sieht gar nicht so gut von unten. Wenn ich diese Brücke hier gebaut habe, dann habe ich wenigstens eine Sache heute geschafft und bin stolz. Wir bauen sie mal. Brücken und Aufgänge. Brücke bauen. Ich brauche auf jeden Fall Geld. Es wird ganz schön teuer. Die Baumstammbrücke, die Hängebrücke. Ich nehme, glaube ich, trotzdem weiterhin die Holzbrücke. Weil die Hängebrücke ja natürlich günstiger wäre. Ich mache es einheitlich. Warum kann ich die Brücke hier nicht bauen? Warum kann ich keine Brücke bauen? Okay, ich kann scheinbar die Brücke nicht direkt am Wasserfall bauen. Und ich sehe einen Luftballon. Oh Mann, mir fehlen genau 4000 Sternis. Warum bin ich so doof? Oh, okay, ich kann direkt mehr abholen, weil ich habe gleich kein Geld mehr gefühlt. Wisst ihr was? Es ist Zeit für ein bisschen Inspiration. Viele Leute fragen immer, hey, wo bekommst du deine Inspiration her? Wo bekommst du deine Ideen her? Ich sage euch ganz ehrlich, jetzt habe ich gerade eine Idee. Und zwar will ich einen Pumpkin Patch machen. Aber ich habe gerade keine Idee, wie ich ihn mache. Deswegen gehe ich jetzt einfach auf Pinterest, gebe ein... Oh, scheiße, ich habe ja meine Cookies gelöscht. Muss ich wieder einloggen. Das hasse ich. Ich gebe ein... ACNH Pumpkin Patch. Und dann kommen wir auf eine Seite voller Inspirationsbilder. Aber leider kann ich ja selbst nicht, also keine Designs benutzen. Aber das sieht doch süß aus an sich. Ich mache das Feld einfach ein bisschen größer. Da sind auch gar nicht so viele Designs benutzt worden. Diese Kürbissachen habe ich ja jetzt alle freigeschaltet. Aber so in dem Style, eigentlich süß. Dann nochmal weiter. Ein bisschen Stroh, ein paar Fässer. Man könnte auch anstatt, ja, ja, das so machen. Also mit verschiedenen Bodendesigns arbeiten. Okay, ich glaube, ich werde die Ideen einfach fusionieren. Das ist mein Plan jetzt hier. Live-Mini-Molly-Tutorial. Also ich würde dann hier den Weg lang laufen lassen. Dann kann man hier so hoch noch. Ich denke, hier werde ich noch terraformen auf jeden Fall. Hier kommt nichts mehr hin. Und dann mache ich hier so ein Pumpkin Patch in der Mitte die Kürbiskutsche hin. Das ist doch süß, glaube ich. Ich mache aber hier noch ein bisschen schön terraformen. Wow, findet ihr das nicht einfach toll geterraformt? Ist das nicht eine wunderschöne Form? Einfach wow. So, ich muss auch ganz schnell das hier noch umgestalten, weil das gefällt mir hier gar nicht. Und das Gewächshaus da hinten daneben passt aber auch nicht so ganz rein, ne? Erstmal, wir werden an einer anderen Stelle hin. Hier kriegt man nochmal andere Kürbisfarben. Oder nee, ich mache nur grün und, ja, ja. Man muss pflanzen, ne? Und dann ist die Chance. Ich mache nur grün und roh. Nur orange. Ich hätte jetzt auch die Kürbiskutsche einfach mitten in den Patch reingestellt, aber ich weiß nicht, ob das nice ist als Idee. Ich will nicht einfach nur ein viereckiges Feld machen und da ganz viele Kürbisse reinmachen. Huch, ich will das so ein bisschen special halten. Und mein Plan ist es eigentlich, dass man dann von, ja, von hier aus den Pumpkin Patch so sehen kann. Oh, das ist eine süße Idee. Okay, mal schauen, ob diese Idee auch in der Umsetzung nice ist. Okay, ich glaube, ich muss nicht übertreiben. Ich glaube, das passt so schon. Und dann hier die Kürbiskutsche so. Das ist ja riesig. Okay, ich muss doch ein bisschen übertreiben. Ich muss das Ganze hier ein bisschen größer machen. Vielleicht sogar zwei größer. Kürbiskutsche nimmt ja so viel ein. Gut.
Okay, irgendwie sieht das auch ein bisschen falsch aus, die alle so nebeneinander zu pflanzen. Aber ich glaube, ich mache da eine Vogelscheuche noch hin und noch ein normaler Kürbis kann da auch hin. So, und ich muss dann auch manche Kürbisse ernten, damit das noch schöner aussieht und nicht so vollgestellt einfach nur mit Kürbissen. Okay, aber ich bin schon proud. Ich habe ein bisschen was geschafft. Vielleicht etwas Unkraut. Ja, ein bisschen Unkraut dazwischen. So einen normalen Kürbis dazwischen. Wenn ich noch einen habe. Kürbis-Vogelscheuche. Kann man eigentlich auch nutzen. An sich auch süß. Ich habe keinen normalen Kürbis mehr, sehe ich gerade. Vielleicht kann ich craften. Unkraut habe ich in der Tasche. Ich habe nämlich die Kürbislampe theoretisch. Brauche ich mehr. Boah, ist ja teuer alles hier. Also den Kürbis kann man umdrehen. Den Kürbis. Okay, ich muss Kürbis ernten und neuen pflanzen auch. Ein Ballon! Lehrerpult, perfekt. Ernte ein bisschen was. Ein paar Kürbisse sollen aber auch so bleiben. Und dann pflanze ich ein paar Kürbisse neu. Okay, wenn man jetzt hier Unkraut hinmacht. Das ist ja schon... Ah, stimmt, das Unkraut ist ja auch schon richtig weizenmäßig. Ist ja schon richtiger Herbst jetzt hier. Dann ab und zu ein bisschen Stacheldraht. So ein bisschen farm-like. Ganz süß sein. Ich habe bei den Inspo-Bildern gesehen, die haben auch den Baumstammzaum benutzt. Aber ich glaube, hier, wenn ich den benutze, ist das zu viel. Vielleicht einfach mal hier. Nee, kein Bock auf den anderen Zaun. Jetzt gießen wir schon mal. Und dann craften wir noch ein bisschen was. Okay, hat schon ein bisschen mehr was. Sieht schon ganz cute aus, so an sich. Will ich noch die ein oder andere leere Stelle füllen. Dann haben wir einen kleinen Pumpkin Patch. Und dann geht man, also hier noch lang. Genau, hier geht die Brücke lang. Oh, es wäre cool, wenn die Brücke genau hier gewesen wäre. Scheiße. Vielleicht baue ich dann noch eine zweite. Das war ja wegen dem Wasser hier. Ah, vielleicht ist einfach hier nur die Aussichtsplattform. Das hat ja einen Sinn, warum die Brücke hier ist. Kann man hier so lang gehen noch. Hier kommt man dann zum Strand. Keine Ahnung, was ich hier hin mache. Ich glaube, hier mache ich aber noch einen Baum hin. Weil mir das sonst hier zu flach alles ist. Cool. Gut, Leute, ich würde sagen, das ist für heute hier. Ich habe mein Soll erfüllt. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe eine Brücke gebaut. Wir bauen hier morgen weiter. Thank you.